In der Unendlichkeit des Universums entdeckt eine Raumfähre einen Planeten, der unserer Erde ähnlich ist. Dort leben fremde Wesen, die sich in nichts von uns Menschen unterscheiden. Man beschließt, einen Kundschafter zu entsenden, um ihre Zivilisation zu erforschen. Er gliedert sich ein in diese mittelalterliche Gesellschaft, der er am Wissen um 1000 Jahre voraus ist. Romata bleibt unerkannt, nur beobachtet auf den Monitoren des Mutterschiffs. Er erlebt brutale Machtkämpfe und blutige Intrigen, geführt mit äußerster Grausamkeit. Aber er entdeckt auch, dass es auf diesem Planeten noch Gefühle gibt, die man auf der Erde längst vergessen hat. Mitleid und Liebe. Siehst du den kleinen Stern dort unter den 3 Geschwistern? Die Erde, auf der ich geboren bin, liegt ganz in der Nähe. Bringen sich die Leute dort auch gegenseitig um? Jetzt nicht mehr. Und niemand weint mehr? Nein, niemand weint. Romata hatte geschworen, nur zu beobachten und sich um keinen Preis einzumischen. Aber er begegnet großartigen Wesen, die seine Hilfe brauchen. Das Vertrauen, das sie ihm entgegenbringen, und das Elend und die Gefahren, denen sie ausgesetzt sind, lassen ihn seinen Schwur brechen. Er greift in das Geschehen ein mit seinen überlegenen Kräften. Je mehr er zu einem der ihren wird, desto mehr erscheint er ihnen als Gott.